Brauche ich nicht. Aber wie ruhig das jetzt schon wieder ist. Nee, jetzt geht der Ganze schon wieder weiter. Okay, Spiel gespeichert. Moinsens, hallo. Es geht. Oh, hallo. Da oben haben wir einen Sniper. Den können wir da oben ja abschießen. Ja, genau. Warum er sich da so behindert vorstellt, weiß ich auch nicht. Eben machen wir einen Quicksave. So, so. So viele Leute sind hier ja nun nicht. Hier können wir eigentlich ganz gechillt durchgehen. Was heißt du? K98K, ne? Ich würde ganz gerne die... Oh, wie hieß denn das scheiß Gewehr nochmal? Das G43, genau. Das hätte ich eigentlich ganz gerne. Das wäre sehr, sehr nice. Da haben wir nochmal einen, da haben wir nochmal einen. Den Anfangssturm, den hat man, glaube ich, damals in dem Trailer gesehen. Beziehungsweise, wo das Spiel halt vorgestellt wurde, haben sie das, glaube ich, gezeigt. Bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. So, und... Headshot. Ich glaube nicht, dass er tot ist, obwohl es ein Headshot war. Ah, doch, der ist tot. Tschüss. Tschüss, da hinten hat man noch einen gesehen. Ich werde mal safen. Ups, da kann man gar nicht durch, what the fuck. Ich warte ja eigentlich immer noch darauf, dass hier irgendwo ein Sniper oder sowas ist. Da ist ein MG. Na gut, das ist jetzt kein großer Akt, das irgendwie da auszuschalten. Außer man rennt überall rein. Gut, man kann es eigentlich easy umgehen. Und nochmal quicksafen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Quicksave-Funktion entdeckt. Und die werde ich jetzt häufig nutzen. Auch wenn ich nur auf Mittel spiele. Oh, hi. Und da hinten müsste eigentlich schon der Bahnhof sein, so wie es zumindest ausschaut. So. Der ist tot. Oh, hi. Ich hoffe mal, dass die Granate jetzt nicht bei mir liegt. Nee. Die hat er zum Glück vorzeitig fallen lassen. Und dann müsste es eigentlich gewesen sein. Jo, Ziel erfüllt. Perfekt. Nächstes Level. Laden. Call of Duty. Und klicken. So, Spiel gespeichert. Treffen sich mit Major Zuboff. Ich denke mal, das wird nicht... Ich hoffe mal, dass das nicht allzu schwer wird. Da rechts hat man noch einen gesehen. Dich habe ich gesehen, du Arsch. Okay. Jetzt ist er tot. Sterb. Und du kannst auch sterben. Genau. Zwei Leute knallen ihm den Gewehrkolben in die Fresse. Ohne Scheiß, Mann. Ah, ich glaube, das ist jetzt mein Todesurteil. Nee, zum Glück nicht. Ja, damit. Okay. Ja, ich... Nee. Ich gehe lieber auf Sniper. Ist für mich gerade lohnenswerter. Wartet? Ja, wart. Da haben wir nochmal wenigstens ein bisschen 25 Health Points. Sind wenigstens ein bisschen. Dass ich halt wieder ein bisschen. Was? Ein bisschen Health habe und nicht nur diesen kleinen Mini-Fuck-Strich. Einmal nachladen. Denke mal hier runter und dann rechts lang, würde ich meinen. Nee, da ist eine Wand. So, Freunde in der Nacht, wo geht lang? Dann geht halt andere Seite lang. Hier muss ja auch irgendwo was sein, wo man wieder hochkommt. Auch nicht. Wo geht's? Sollten hier lang gehen? Bezweifle irgendwie. Okay, hier sind noch mal welche. Alles klar. Gut, ergibt Sinn. Dass wir von der einen Seite runtergehen und auf die andere Seite wieder hoch. Aber den hätte man doch gleich vorher da hochgehen können. Warum denn überhaupt so umständlich? Das verstehe ich nicht. Na gut, haben sie für... Was? Gut, haben sie für barrikadiert. Ja, okay, gut. Aber trotzdem. Oh. Und tot.
Da hätte man aber rübersteigen können. Ach so, okay, das sehe ich jetzt erst, dass da gesprengt wurde. Alles klar, gut, das ergibt ja natürlich Sinn. Dass man da halt nicht lang kommt. Ja gut, ein Wunder, dass ich den da überhaupt dadurch getroffen habe. Okay, also immer wirklich den Gegnern entgegen. Das ergibt natürlich auch Sinn. Sieht aber wirklich alles, naja, noch sehr trostlos aus. Vom Design halt her. Halt nur sehr, sehr wenig. Sehr, sehr. Alles sehr, sehr karg gehalten. Und sehr schlicht, sehr, sehr einfach gehalten. Aber das Spiel ist halt von 2003, also konnte man da halt noch nicht viel erwarten. Was da jetzt an Modernisierung reinging. Da haben wir nochmal welche. So. Den haben wir auch nochmal. Das hat einer von uns, ja. Moment. Wen schießt ihr schon wieder? Auf NG42 auf jeden Fall. Ja, super, der ist noch nicht tot. Eigentlich habe ich den hier vorne getroffen. Aber nun gut, egal. Passt schon. Naja. Schade um den Typen und... Naja gut, ist aber auch eine schlechte Position. Achso, er kann sie aber komplett reindrehen. Ist aber sehr schlecht gewählt, die Position. Ich hätte sie eher hier reingesetzt. Praktisch halt so schräg aufgebaut. Beziehungsweise hier halt den rein, sodass man einen ordentlichen Schutz hat. Mir geht es immer noch ein bisschen gegen auf den Piss, dass ich halt nicht zoomen kann. Nicht sprinten kann, nicht zoomen kann. Also erst muss ich erstmal nachladen. So, zack. Es sind da auf jeden Fall nicht so wirklich Gegnermassen drinne. So wie man es eigentlich von dem COD kennt, dass man, ja, da hast du den Abschnitt, den musst du jetzt erstmal bestehen, bevor die ganzen Gegnermassen aufhören. Hier oben soll noch einer sein. Das bezweifle ich irgendwie. Das ist einer von uns. Das ist auch einer von uns. Der ist tot. Da hinten haben wir noch einen. Und Headshot. Ich denke mal, das wird jetzt... Gut. Hinter mir bezweifle ich irgendwie, dass deiner ist. Ja, komm schon, tötet den doch. Ich denke mal, da rein müssen wir. Ah, Platz da. Super. Muss ich extra den Weg durch die Tür nehmen. Alter, bist du fett. Scheiße, was? Laden von Call of Duty. Okay, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung zum Unterleutnant. Alexei Ivanovich. Ich bin auf jeden Scharfschützen angewiesen. Heute Morgen haben die Deutschen ein viergeschossiges Apartmentgebäude nahe der Mühle auf der... Was? Penziskia Straße besetzt. Ist halt russisch, ne? Kann ich nicht. Dies ist ein wichtiges Gebäude, Alexei. Von dort kann man weit in alle Richtungen sehen und so das Artilleriefeuer sehr genau lenken. Ich schickte vor ein paar Stunden ein paar Männer auf eine Erkundungsmission, um es zurückzuholen, aber ich habe nichts mehr von diesem Trupp gehört. Machen Sie sich auf den Weg und erkunden Sie die Lage. Helfen Sie dem Trupp, wenn Sie ihn finden. Kehren Sie sonst sofort zurück und melden sich beim Kommandoposten. Auf der Route an der Oberfläche wird heute von sehr starken Scharfschützenaktivitäten der Deutschen berichtet. Sie sollten durch die Kanalisation vorrücken. Major VS Zuboff, 3. Wachdivision. Kanäle von Stalingrad. Ich will keine PPSH, Mann. Ich will... Alter, was? 71 Schuss hat der Drum-Mag sogar? Okay. Das deutsche Volk! Schnauze. Das deutsche Volk hält Widerstand. Moinsens. Sterb doch. K90K. Sterb. Komm, zeig dich. Komm schon, zeig dich, mein Freund. Ja, dann halt nicht.
Okay, nach starken. Irgendwie habe ich. Oh, das sind meine. Das sind auch alles meine. Nach starken Scharfschützenaktivitäten und wir sind Sniper. Hm, na gut. Das läuft irgendwie auf Enemy at the Gates aus. Man sieht eigentlich, wie komisch der Recoil von der Waffe ist. Ich habe keine Ahnung, ob ich da den wirklich getroffen habe. Ja, damit. Ist auf jeden Fall alles besser als dieses scheiß PPSA. Gut, der ist tot. Was hast denn du? Nee. Nee. Entspann dich da oben. Du auch. Und du. Geht drauf. Hat der eventuell eine MP40 gehabt? Nee, eine MP44. Nee, eine STG44, wie auch immer. Was? Wo? Da oben. Alter. Wo haben wir denn mein Snapback-Wer da haben wir es? Da ist keine. Da haben wir nochmal einen. Wo denn nur noch? Ach, da oben haben wir noch einen. Vielleicht kennt ihr den Film ja Duell Enemy at the Gates. Deutscher und russischer Sniper. Beziehungsweise ein deutscher Sniper, der schon Major ist, und so ein Grünschnabel von Russen. Als Sniper. Keiner mehr da? Doch, da ist er. Aber hey. Ich finde den Film eigentlich ganz geil. Wäre aber geiler gewesen, wenn der Deutsche gewonnen hätte. Aber irgendwie war das ja nachher da abzusehen. Weil sind ja immer die bösen Deutschen. Die dürfen, da dürfen ja nie in einem Film irgendwie gewinnen oder sonst irgendwas. Entspann. Oh. Da war ich eigentlich drauf. Rechts haben wir nochmal einen. Geht doch. Ich hoffe mal, das waren sie alle. Warum befestigen überhaupt die Leute so stark die Kanalisation? Ja gut, da ist eine Deckungslücke bis zum geht nicht mehr. Klar, logisch. Aber trotzdem. So viele Leute, wie wir jetzt da schon getroffen haben, ist ja unnormal. Jetzt kriege ich auch noch einen Schluck auf. Okay. Einfach mal kurz meinen Strahl reinhalten, das passt schon. Wir haben... Oh, uiuiui. Wir haben auf jeden Fall nicht mehr viel HP. Gut, dass der nicht geschossen hat. Da haben wir noch ein bisschen HP. Vorteil wieder. Ich bräuchte mal ein bisschen... ich hätte fast auf den Typen geschossen. Ich werde mal 5. Hier muss doch noch irgendwo einen Medikit haben, Mann. Schnauze, da hinten sind noch Medikits, klar. Die ich auch ganz gut gebrauchen kann. Super, ich wollte eigentlich nur eins haben. Nein. Richtig schön verholzt. Den Schuss. Der ging irgendwo in eine Warner rein. Mann, der ist ja durch die USA durchgeflogen. Also hier ist auf jeden Fall mal eine Granate eingeschlagen von Artillerie. Da ein bisschen Muni. Da haben wir nochmal das. Ich würde trotzdem ganz gerne einen G43 haben. G43 Snipergewehr. Also praktisch Halbautomatik. Ist da oben noch eine? Nö. Da können wir hoch. Müssen wir sogar. Solange die mir MP45, STG44, wie ihr die nennen möchtet, solange ihr Leute da ein bisschen Muni gebt, habe ich damit kein Problem. Super. Und da geht's wieder rund. Dann meine ja. Alter, umgehen Sie die feindlichen Linien durch die Kanäle. Meine Fresse. Tschüss. Tschüss. Da oben haben wir noch einen. Und zack. Ich denke mal, das müsste eigentlich so langsam unser Ziel hier sein. Sieht zumindest so aus. So halb zumindest. Hier schon hier runter und da haben wir auch das Ziel. Also viel, viel gelaufen gerade in der Russen-Mission. Nicht so viel Action, zwar klar, aber auch sehr, sehr viel gelaufen. Im Graben bleiben und Köpfe einziehen.
Scharfschützen da draußen. So, reicht. Die haben Scharfschützen draußen.